Sodle, NAMM Show 2013. Wir sind nochmal am Stand von Tama hier mit Session Music, der Moritz für euch. Und ich stehe vor der ja, noch nicht erschienenen, aber brandneuen Stardrums-Serie. Und Stardrums bei Tama bedeutet wirklich hochwertigste Schlagzeuge, handgefertigt in Japan, aus zwei verschiedenen Hölzern. Wir haben einmal Maple und wir haben Bubinga. Es sind dünne Kessel, also nur einige Millimeter stark, aber relativ mächtige Reinforcement-Hoops hier an der Seite der Kessel. Also wirklich, die haben nochmal einige Millimeter draufgepackt. Die Kesselgratung ist leicht abgerundet worden, sehr breite Fellauflagefläche, um da eben noch mehr Kontakt zu gewährleisten mit dem Fell und noch mehr Resonanz rauszukriegen aus dem Kessel selbst. Wir haben hier sehr aufwendig gemachte Finishes mit Intarsien zum Beispiel hier. Es gibt auch keine aufgeschraubte oder aufgeklebte Badge mehr, kein Logo, sondern es ist alles im Kessel integriert, in der Lackierung und im Furnier. Das heißt, auch da weniger Bohrungen als bei anderen Kesseln. Das Luftloch, das Druckausgleichsloch, ist aus Holz, also auch da kein Metall mehr drin, was irgendwie mitresonieren könnte. Also ist wirklich bis ins letzte Detail überarbeitet worden. Wir haben kleinere Böckchen, um auch da weniger Resonanzen zu bekommen. Wir haben eine komplett überarbeitete Tom-Aufhängung bekommen von Tama. Das heißt, insgesamt gibt es hier drei Kontaktpunkte. Einmal, zweimal, dreimal. Und was ich ganz interessant finde, es gibt ein neues Quick-Lock-System für die Toms. Dazu muss ich mal kurz das Mikrofon weglegen, um euch das zu zeigen. Ihr habt also hier erstmals die Möglichkeit, nicht wie mit einem Memory Lock quasi das Lock festzustellen, dann die Tom in der Höhe zu verstellen, sondern hier ist wirklich das Memory Lock mit der Schraube versehen. Das ist also da die Besonderheit. Und das ist jetzt die Bubinga-Variante, das zweite Holz eben. Und die Kessel sind alle von innen nochmal geölt. Das heißt also auch da nochmal auf Verarbeitung ganz viel Wert gelegt. Die verschiedenen Finishes, wir sehen zum Beispiel hier oben noch das Dark Green Cordia, sind also wirklich eher ausgefallen. Wir haben, wie man es bei Tama kennt, Gussspannreifen obendrauf. Also hier wirklich richtig mächtig für den Tom-Sound, für richtig durchdringende, punchige Toms. Und wir gucken nochmal hier drüben, auf meiner rechten Seite ist noch ein kleines Kit. Also mit einer wirklich kleinen Bassdrum, das ist eine 18er. Und da zum Beispiel auch Woodhoops auf der Bassdrum drauf. Und wieder ganz klassisch Gussspannreifen. Es gibt verschiedene Hardware-Varianten, also auch Black Nickel ist verfügbar. Auch die Bassdrum-Spurs wurden überarbeitet. Das heißt, der Spike, der hier unten dran ist, hat keinen Kontakt wie normalerweise zum Rest des Spurs. Das heißt, da ist wirklich Luft zwischendrin. Das ist hier beweglich, damit da auch optimaler, sicherer Stand gewährleistet ist, ohne Vibrationen ungewollterweise zu übertragen. Und die Stardrum-Serie gibt es, wie gesagt, noch nicht. Preise gibt es leider auch noch keine, aber wir halten euch auf dem Laufenden, was es in der Richtung noch Neues gibt. Guckt einfach mal rein bei session.de, wenn die Teile da sind.